Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die deutsche Journalistin Mejale Tolu darf die Türkei verlassen. Ein Gericht hat das Ausreiseverbot aufgehoben. Tolu wird von den türkischen Behörden Terrorpropaganda vorgeworfen. Sie war bis Dezember in Untersuchungshaft. Für die gebürtige Ulmerin hatten sich Aktivisten und auch die Bundesregierung eingesetzt. Außenminister Maas wertete die Entscheidung als einen Schritt hin zu einem besseren Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei. Erste Schritte in Freiheit nach mehr als 7 Monaten Untersuchungshaft. So sah das im Dezember aus. Aber Mejale Tolu war nicht wirklich frei. Sie durfte die Türkei nicht verlassen. Das hatte erst im April ein Gericht erneut bestätigt. Dass die deutsche Journalistin nun doch ausreisen darf, sorgt für Erleichterung. Besonders in Ulm, wo Familie und Unterstützer lange darauf gewartet haben. Mich freut es auf jeden Fall, jetzt nach über einem Jahr, dass ich meine jüngere Schwester wieder persönlich also sehe, neben mir habe. Ich habe mich so gefreut, als ich die Nachricht gehört habe, dass ich erst mal vor Freude habe weinen müssen. Tolu selbst bedankte sich heute auf Twitter. Die Aufhebung der Ausreisesperre, für Außenminister Maas ein Schritt zur Verbesserung des deutsch-türkischen Verhältnisses. Allerdings reiche das nicht aus. Derzeit sind mindestens 7 Deutsche aus politischen und eben für uns nicht nachvollziehbaren Gründen inhaftiert. Und eine vollständige Normalisierung des Verhältnisses zur Türkei wird es nur geben, wenn diese alle auch wieder in Freiheit sind. Mejale Tolu will am Sonntag zurück nach Deutschland kommen. Ihr Mann darf weiterhin nicht ausreisen. Er ist türkischer Staatsbürger. Beide stehen in Istanbul vor Gericht, weil ihnen unter anderem Terrorpropaganda vorgeworfen wird. Beobachter haben den Prozess als politisch motiviert kritisiert. Er soll im Oktober fortgesetzt werden. Die FDP hat Verfassungsbeschwerde gegen den Einsatz sogenannter Staatstrojaner eingereicht. Die Späh-Software wird von staatlichen Ermittlungsbehörden bei der Verbrechensbekämpfung eingesetzt. Digitale Kommunikation auf Handys, Tablets oder Computern kann dabei überwacht werden, auch in Echtzeit. Die FDP sieht dadurch die Privat- und Intimsphäre der Bürger in Gefahr. Sie bezeichnete die Überwachungsmethode als unverhältnismäßig. Die alte Garde liberaler Bürgerrechtler marschiert vorneweg. Der Zorn treibe sie zurück auf die große Bühne, sagen sie. Die FDP befürchtet den bisher tiefsten Eingriff in Grundrechte und Privatsphäre. Denn wenn Ermittler per Späh-Software live verfolgten, was an infiltrierten Rechnern oder Handys passiere, könne der Staat seinen Bürgern quasi beim Denken zusehen. Ich glaube, dass wir hier wirklich an die Grenze eines Überwachungsstaates geraten. Weil der Gesetzgeber mal wieder austesten will, was denn noch im digitalen Zeitalter an Grundrechtseinschränkungen möglich ist. Vor knapp einem Jahr hatte die damalige Große Koalition die digitalen Befugnisse der Ermittler deutlich erweitert. Seitdem kann nicht nur zur Terrorabwehr gehackt werden, sondern auch schon beim Verdacht auf Korruption, Geldwäsche und andere Delikte. Nicht verhältnismäßig, findet die FDP. Der Katalog der Anlasstaten muss reduziert werden. Die Qualität des Verdachts muss verschärft werden. Es muss technische Voraussetzungen geben, die sicherstellen, dass die Menschenwürde nicht berührt wird. Anfang August hatte bereits der Verein Digital Courage Klage eingereicht. Ende der Woche folgt die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Beschwerdeführer dort unter anderem der investigative ARD-Reporter Hajo Seppelt. Ich finde, dass ein Staat Sicherheitslücken im IT-Bereich erkennen sollte, sie ausmerzen sollte, aber sie nicht für seine Zwecke auch noch missbrauchen sollte. Für das Innenministerium hingegen sind die neuen Befugnisse eine technische Weiterentwicklung von Hausdurchsuchungen und Abhörmaßnahmen. 2008 hatte das Bundesverfassungsgericht Späh-Software zwar genehmigt, aber mit hohen Auflagen. Die würden nicht mehr eingehalten, so die Kritiker. Sie argumentieren zudem, dass Handys inzwischen etwa über Gesundheits- oder Dating-Apps immer sensiblere Daten speicherten. Bei einer Überprüfung von Asylentscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge hat es nur wenige Beanstandungen gegeben. In der ersten Hälfte dieses Jahres endeten von mehr als 43.000 Prüfverfahren 307 damit, dass das BAMF einem Geflüchteten den bereits gewährten Schutzstatus wieder entzog. Das sind 0,7%, wie aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linken hervorgeht. Außenminister Maas hat im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz an die Ermordung von Millionen Menschen, vor allem Juden,
durch die Nationalsozialisten erinnert. Deutschlands Verantwortung ende nie, so Maas. Aus dem Vermächtnis der Opfer erwachse die Verpflichtung, für die unantastbare Würde des Menschen einzustehen. Maas' Besuch im größten Vernichtungslager der Nazis in Polen war der erste eines deutschen Außenministers seit 26 Jahren. Nach 8 Jahren hat Griechenland heute den Euro-Rettungsschirm verlassen. Das Land hofft, sich künftig selbst Geld an den internationalen Finanzmärkten leihen zu können. Als großes Problem gelten die hohen Altschulden, die jedoch zum großen Teil erst in Jahrzehnten zurückgezahlt werden müssen. Athen hat 289 Milliarden Euro an Hilfszahlungen erhalten. Im Gegenzug musste die Regierung den Arbeitsmarkt sowie das Renten- und Steuersystem reformieren. Außerdem wurden Staatsbetriebe privatisiert und tausende Mitarbeiter im öffentlichen Dienst entlassen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 19,5%. Ein ganz normaler Tag für viele Griechen. Der Ausstieg aus dem Hilfsprogramm heute bedeutet den meisten Leuten nicht viel. Anders sieht das die Regierung. Es sei ein historischer Tag, so der Wirtschaftsminister zur griechischen Presse. Die neue Lage ist eine Chance für das Land, nicht nur für die Regierung. Es ist eine Chance, die wir nutzen müssen, um unsere Wunden des langen Sparkurses zu heilen und um Reformen umzusetzen, die unsere Gesellschaft vor zukünftigen Krisen bewahren werden. Die konservative Nea Dimokratia fordert ein schnelles Umdenken in der Wirtschaftspolitik. Wir müssen dafür sorgen, dass die Wirtschaft wieder Geld hat, durch öffentliche Investitionsprogramme und indem die öffentliche Hand ihre Schulden an die Privatwirtschaft zurückzahlt. In Brüssel gratuliert der EU-Finanzkommissar zum Ausstieg aus dem Rettungsprogramm. Die Griechen haben nach 8 Jahren der Krise und vielen Memoranden ein großes Bedürfnis nach Normalität. Und Normalität bedeutet, sie werden vom heutigen Tag an behandelt wie jedes andere Land in der EU. Im 9. Jahr der Krise ist die Arbeitslosigkeit noch immer hoch. Viele Menschen leben in Armut. Mit dem Großteil der Rettungsmilliarden von EU, EZB und IWF sind europäische Banken gerettet worden. Das beklagen viele Griechen. Und sie wissen auch, der heutige Tag bringt keine Unabhängigkeit. Strenge Kontrollen, Rentenkürzungen und Steuererhöhungen sind längst beschlossene Sache. Ihre Hoffnung, dass endlich wieder ausländische Investoren nach Griechenland kommen und Arbeitsplätze schaffen. Im Norden Afghanistans haben radikal-islamische Taliban am Morgen 3 Reisebusse überfallen und fast 170 Menschen entführt. Nach Angaben der Behörden in der Provinz Kunduz sind die meisten Geiseln inzwischen wieder frei. Widersprüchliche Angaben gibt es darüber, ob die Geiseln freigelassen oder befreit wurden. Erst gestern hatte der afghanische Präsident Ghani den Taliban einen Waffenstillstand angeboten, der ab heute gelten sollte. Eine offizielle Antwort der Taliban gibt es noch nicht. Am 2. Tag der muslimischen Wallfahrt Hadsch haben sich mehr als 2 Millionen Pilger zum Berg Arafat nahe Mekka begeben. Bei Temperaturen von mehr als 40 Grad verbringen sie dort einen Tag der Buße und des Gebets, zentrales Ritual der Hadsch. Auf dem gut 60 Meter hohen Hügel hat der Prophet Mohammed, der Überlieferung zufolge, seine letzte Predigt gehalten. Ein Gebet dort soll Sünden auslöschen können. Sie haben sich seit Jahrzehnten nicht gesehen. Jetzt sind etwa 90 ältere Südkoreaner nach Nordkorea gereist, um Familienangehörige zu treffen. Die Verwandten waren voneinander getrennt worden, als die koreanische Halbinsel 1953 geteilt wurde. Solche Familientreffen gibt es seit der Jahrtausendwende. Sie waren aber in den vergangenen 3 Jahren wegen der nordkoreanischen Atomtests ausgesetzt worden. Freudentränen beim Wiedersehen, nach Jahrzehnten, für ganze 3 Tage. Sie weinen, seufzen, liegen sich in den Armen. Nach 70 Jahren ohne Begegnung, ohne Berührung, ohne Worte. Die 89-jährige Cho Son-do trifft ihre jüngeren Geschwister aus dem Süden. Die Schwester 86, der Bruder 75. Endlich sehe ich euch wieder, wo ich doch schon so alt bin. Frau Kim aus Südkorea begegnet ihrem Bruder. Bis vor wenigen Wochen wusste sie nicht einmal, ob der überhaupt noch lebt, geschweige denn, wie er aussieht. 73 Jahre sind vergangen, seit wir getrennt wurden, seit der Unabhängigkeit von Japan. Du warst 2 und ich war 4 ungefähr. Wie ist das nur möglich? Am Morgen waren 89 ausgesuchte Südkoreaner samt Betreuern in den Norden aufgebrochen.
manche so gebrechlich, dass man sie in den Bus tragen musste. Dann fuhr der Konvoi über die Grenze. Für Südkorea sind die Treffen ein Akt der Humanität, für Nordkorea ein Politikum. Und so groß die Freude heute auch war, so groß wird schon bald der Schmerz sein über den wohl endgültigen Abschied. Denn niemand bekam je die Chance auf eine zweite Begegnung. Der israelische Journalist und Friedensaktivist Uri Avneri ist tot. Er starb im Alter von 94 Jahren in Tel Aviv. Avneri hatte sich seit Jahrzehnten für Frieden zwischen Israelis und Palästinensern eingesetzt. Dafür war der gebürtige Deutsche zusammen mit seiner Frau 2001 mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet worden. Präsident Rivlin sagte, Avneri habe sich für eine starke und freie Gesellschaft engagiert. Ein Leben lang hat er für Frieden und Aussöhnung zwischen Israelis und Palästinensern gekämpft, im Parlament und auf der Straße. Uri Avneri war ein kritischer Optimist mit einer klaren Botschaft. Wir haben hier zwei Völker, zwei Nationen in diesem kleinen Land und wir müssen sich irgendwie verständigen. Und das einzige Verständnis, das möglich ist, ist zwei Staaten, Israel und Palästina. In Hannover aufgewachsen, war er 10 Jahre alt, als seine Familie 1933 nach Palästina auswanderte. Uri Avneri arbeitete als Parlamentsmitglied, Schriftsteller, Journalist. Im Unabhängigkeitskrieg 1948 wurde er schwer verwundet. Die Bilder seiner späteren Treffen mit Palästinenserpräsident Arafat gingen um die Welt. Mit seinen Äußerungen, Arafat sei der ideale Partner für Frieden gewesen, gehörte er selbst innerhalb des linken Spektrums in Israel dem äußeren Rand an. Mehrfach überlebte er Anschläge. International wurde er mit Preisen ausgezeichnet. 2001 erhielt er den alternativen Nobelpreis. Ich glaube, um Frieden zu machen, muss man zuerst die Begriffe abbauen, die in dem Bewusstsein beider Völker leben und die das Ergebnis von 120 Jahren Krieg und Konflikt sind. Bis zuletzt mischte sich Uri Avneri mit scharfen Artikeln in die politische Debatte ein und sprach sich dabei auch gegen eine Benachteiligung der arabischen Israelis aus. Eine Woche nach dem Ende der European Championships hat in Berlin die Leichtathletik-EM für Sportler mit Behinderungen begonnen. Bis Sonntag kämpfen etwa 600 Athleten um die Medaillen. Gleich zum Auftakt gab es für das deutsche Team Gold und Silber. Die Hausherren fühlen sich geehrt und demonstrieren ihren Stolz. Die Europameisterschaft im eigenen Land ist für die einheimischen Athleten ein Fest. Nach 24 Jahren veranstaltet Deutschland wieder eine Para-Leichtathletik-Europameisterschaft. Und seine Starter wollen beweisen, wie leistungsfähig sie sind und für ihren Sport werben. Eindrucksvoll gelingt das Lindy Awe aus Greifswald. Vollkommen überraschend gewinnt sie das 400-Meter-Finale der Athletinnen mit spastischen Lähmungen. Dabei verläuft ihre Vorbereitung gar nicht gut. Vorige Woche muss die 20-Jährige noch umziehen und kann sich beim Training kaum konzentrieren. Aber sie holt das erste Gold für Deutschland. Kugelstoßer Nico Kappel kann seinen Traum vom Gold leider nicht erfüllen. Nach Paralympics und WM-Sieg auch bei der EM zu gewinnen und damit das ersehnte Triple. Der 23-Jährige erreicht Silber bei den Kleinwüchsigen. Dennoch. Das deutsche Team startet erfolgreich in die EM, wo morgen Fahnenträger und Altmeister Heinrich Popov seinen letzten Wettkampf bestreitet. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 21. August. Trotz eines Hochs erreichen morgen einige Regionen Wolken des Tiefs von Nordwesteuropa. In der Nacht ist es im Süden klar, auch über dem Nordosten lockern die Wolken auf, sonst überwiegen die Wolken. Am Tag scheint im Nordosten und im Süden häufig die Sonne, in den Landesteilen dazwischen viele Wolken, stellenweise etwas Regen. Später lockern die Wolken häufig auf, über Schwarzwald und Alpen einzelne Wärmegewitter. In der Nacht 19 bis 9 Grad, am Tag 20 Grad an der Nordsee, 33 Grad am Oberrhein. Am Mittwoch insgesamt freundliches Wetter, im Norden ist es etwas wolkiger. Am Donnerstag im Nordwesten gebietsweise Regen oder Schauer, sonst scheint häufig die Sonne, später regional heftige Gewitter. Am Freitag wechselhaftes, deutlich kühleres Wetter. Gegen 21.35 Uhr melden sich die Tagesthemen in der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels Greuther Fürth gegen Dortmund. Ein Thema von Karen Mioska: Griechenland verlässt Rettungsschirm. Hat Deutschland von der Krise profitiert? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.